Willkommen zurück bei MotoGP 16 aka Valentino Rossi The Game. Wir sind immer noch im Automotorum Brünn in Tschechien und der Samstag ist vorüber. Die Startpositionen sind ausgefahren. Wir fahren heute mit Hector Barbera, mit der Vincere Racing, ein MotoGP-Rennen. Ich habe die Bedingungen mal so ein bisschen wolkiger gemacht. Schien mir ein bisschen realistischer, wobei ich jetzt auch nicht so ultra genau drauf geachtet habe, aber das ist ja auch nur so nebenbei. Üblichen Einstellungen, 6 Runden fahren wir alles soweit auf realistisch und wir starten. Und ja, aus dem Grund Hector Barbera, der hat mal wieder eine super Qualifying abgeliefert. Aber da es ja sich hierbei auch um eine Ducati handelt, um eine Kunden-Ducati, die liefen ja gar nicht so gut im Endeffekt. Es gab ja auch irgendwie viele Ausfälle und so. Scott Redding habe ich gehört. Und auch Iannone hat dann nochmal selber gesagt, dass da auch nicht so, oder dass er überrascht war, dass er da so weit vorne am Ende stand. Er ist ja auch dann zum Schluss beim Parc Fermé dann erstmal vorbeigefahren und hat es dann gar nicht gewusst, dass er da überhaupt in den Top 3 war. Aber zu den Ergebnissen kommen wir jetzt erstmal gleich. Wir starten ja unser Rennen und ja, schauen dann schon mal auf die kleineren Klassen, so wie wir das immer machen. Wir schauen da erstmal in die Moto 3. Da haben wir wieder einen sehr, sehr schlauen Brad Binder, der sich da die Pole Position geschnappt hat. Da war ja so in den Trainings gar nicht so on point. Da war ja Enea Bastianini, der hat da soweit die Pace vorgegeben. Aber dann doch wirklich, das war ein bisschen zu spät auf der Bremse. Ja, der Binder, der hat da wieder eine Top-Runde, wirklich in allerletzte Sekunde, kann man sagen, rausgehauen. Und hat sich dann somit die Pole Position geschnappt vor Andrea Migno aus dem Sky Racing Team. Der hat auch einen guten Run abgeliefert. Und auf der 3 haben wir, ja, wie schon gesagt, Enea Bastianini, den wir, denke ich mal, nicht von der Liste nehmen können, wenn es da morgen um den Sieg geht. Aber ein Binder, der ist schlau genug, der ist clever genug und der ist auch schnell genug. Eine komfortable Führung hat er ja schon. Kann man ja auch gleichstellen wie im vorherigen Jahr mit Danny Kent. Der hatte ja auch schon zur Hälfte da wirklich einen echt, ja, guten Vorsprung. Aber trotzdem, bis ins letzte Rennen in Valencia war es immer noch nicht entschieden. Und wir fahren hier gerade, boah, nicht so on point. Wir werden hier bisschen durchgereicht, 19. Aber solange wir erstmal sitzen bleiben, da bin ich eigentlich schon damit zufrieden. Weil mit Bautista und Rins, mit dem sind wir schon gefahren, da hat es nicht so ganz gepasst, aber Gameplay ja auch nur so mehr oder weniger nebenbei. Ja, das war eigentlich schon die Moto 3 so im Großen und Ganzen. Eine kleine Info habe ich noch. Denn es wurde ein Ersatz für Romano Fenati gefunden, der ja suspendiert wurde. Wo er jetzt irgendwie verbleibt, da habe ich jetzt keine Ahnung darüber. Ich habe auch die Moto 3 bisher noch nicht so großartig verfolgt. Vielleicht habe ich da auch eine Info dann ja nicht mitbekommen. Vielleicht weiß da ja einer mehr Bescheid, aber ersetzen wird ihn ein Spanier. Was mich zum einen erstmal ein bisschen wundert, weil, glaube ich, alle aus der VR Academy ja eigentlich Italiener sind. Und ich denke mal auch, dass der Fahrer eben dann auch in die Akademie aufgenommen wird, oder? Sonst würde es ja, glaube ich, keinen Sinn machen. So genau weiß ich darüber auch nicht Bescheid, aber es wird ein Fahrer sein, der auch schon dieses Jahr einen ja, verletzten Jorge Navarro ersetzt hat. In Assen war das. Das war Lorenzo Dalla Porta. Der wird den Platz von Fenati einnehmen. Auch ein talentierter Fahrer, durchaus. Hat sich ja auch in Assen gut bewiesen, wo es da ja auch schwere Bedingungen waren. Mal gucken, was er draus macht. Und wie schon gesagt, dann Fenati wäre ja dann in die Moto2 aufgestiegen mit dem Sky Racing Team. Beziehungsweise dann mit einem neuen Sky Racing Team, was da irgendwie gegründet dann wird. Ich weiß nicht so genau, was sich da noch ergibt. Aber da wird er dann Francesco Bagnaia den Platz quasi einnehmen und aufsteigen. Und was ich auch heute mitbekommen habe,
der Kumpel von Rossi, der Joe, ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht den kompletten Namen leider. Der wird dann dieses Team leiten. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Denn der Ucho, der wird da immer wirklich mehr rein. Geht er immer mehr so in die Sache rein. Ne? Am Anfang ja auch schon in den Boxen immer gesehen, so als Freund und ne? Gehilfe kann man es mal sagen, aber der macht es schon wesentlich mehr. Und das Vertrauen von Rossi ist da auf jeden Fall auch da. Mal gucken, nächstes Jahr dann, wie es dann in der Moto 2 dann zur Sache geht. Okay, gut. Machen wir weiter mit der Moto 2, ja, wie schon gesagt. Da haben wir auf der 1, ja, keinen anderen als den Franzosen Juan Zarco. Dann auf der 2 einen, ja, wieder sehr starken, oder mal wieder einen sehr starken ist Sam Lowes. Der wirklich so die letzten Rennen, also mir ist es durchaus aufgefallen. Vorsicht bitte, Crutchlow. Ja, die Leistung hat dann so ein bisschen nachgelassen. Und jetzt mal wieder mit einem guten Ergebnis. Zweiter Platz. Mal gucken, was er im Rennen draus macht. So ganz sturzfrei blieb es ja in den letzten auch nicht. So, erstmal hier die Kurve wegfahren. Damit wir keine Käse bauen. Ja, auf der 3 dann noch Alex Marquez, der auch einen guten Speed mitgehen konnte über das ganze Wochenende. Da kann man auch mal vielleicht ein Auge drauf werfen, was der junge Wilde so abliefert. Hat aber auch immer eine hohe Sturzquote. Gucken wir mal. Und oh, da bremsen wir uns ein Espargaro dran. Ein Espargaro, wollte ich schon sagen. Ja, das war Vorsicht, das war gefährlich. Hier die Linie. Letzte Kurve wird auch wieder sehr interessant, ne? Wenn wir da in die MotoGP natürlich wieder gehen. Und boah, da geht aber. Ja, wir gehen aber auch ziemlich früh hier in der ersten. Auf die Eisen. Was sind wir denn hier schon? Neunter. Top 10. Jetzt angeschnitten. Ja, und den Alex Rins, auch sehr schwach nur unterwegs. Den habe ich auch nur wirklich ganz, ganz hinten gesehen. Ich habe die Startposition jetzt nicht im Kopf. Aber so ganz on point scheint er da auch nicht zu sein. Der Verfolger von Zarco. So, Espargaro will sich hier vorbeibremsen. Klappt aber nicht so ganz. Jetzt kommen wir aber weit raus, auch auf die Curbs. Ja, Thema Abkürzungen wird ja auch wieder ein Thema sein. Letzte Kurve, Ausgang, letzte Kurve auf die Zielgerade. Da wurde ja auch jetzt über die Nacht, über Freitag auf Samstagnacht, nochmal so ein Stück da angemalt. So ein grünes Stück. Damit man da auch wirklich sehr sicher erkennt, da und nicht weiter. Und wir haben hier sehr zu kämpfen, unsere Position zu halten. Also vorne aufschließen natürlich, aber hinten drängelt Espargaro. Wir haben da noch eine Pramac gesehen. Zwei Runden haben wir noch. Können wir mal nach hinten gucken. Ja, die beiden hängen da noch so ein bisschen dran. Oder war es eine? Doch, es war eine Pramac. Ich weiß aber noch nicht welche. Hier auch wieder weit. Und dann würde ich schon mal sagen, kommen wir auch zu den Quali-Ergebnissen der MotoGP, zu der Startaufstellung. Da wirklich sehr überraschend, Marc Marquez auf der 1. Den habe ich bisher noch gar nicht so stark eingeschätzt. Da war immer sonst hier so Lorenzo beispielsweise, wir waren noch so einen Ticken schneller, aber dann wirklich mit einer super Zeit auf die 1 geschoben. Oh, es ist Petrucci, alles klar. Da war auch der Lorenzo sehr begeistert, der da auf der 2 war, der so schon eine super Runde hingelegt hat. Und dann, ja, wirklich wieder in der letzten Sekunde quasi, dann Marquez mit dieser Topzeit, der sogar ja noch aufgehalten wurde. Da war ja noch der Rossi im Weg und dann war noch, ich weiß nicht, ob es Pol Espargaro, es war, glaube ich, eine Tektor Yamaha.
wurde da aufgehalten und ist da wirklich aggressiv durch, hat er den Rossi wirklich abgedrängt, hat ihn komplett aus dem Konzept gebracht, hat dem quasi seine Runde kaputt gemacht. Und das Thema Rossi Marquez, das ist ja auch noch gar nicht so gegessen. Es ist zwar wieder seit dem Salom-Zufall, nicht Zufall, seit dem Vorfall von Salom, Entschuldigung, ist zwar wieder so ein bisschen, ja, Lockerheit kann man sagen, oder eine professionelle Beziehung ist ja wieder aufgebaut worden, aber so ganz gegessen ist das da auch noch nicht. Da gab es nämlich auch mal letztens ein Interview. Und das erhitzt das Ganze nochmal natürlich ein bisschen. So, es geht jetzt hier in die letzte Runde. Wir haben ja ein bisschen zu kämpfen, würde ich sagen. So wirklich aufschließen da vorne tun wir nicht. Und dann, ja, wie schon gesagt, Marquez auf der 1. Dann ein beeindruckter Lorenzo auf der 2, der wirklich für sich sagte, er ist wirklich sehr gut gefahren und ja, dann selber zu Marquez, der dann noch hinging und nach dem Motto quasi gesagt hat, ja, richtig gut gemacht und so. Oh, da kommen sie sogar hier von beiden Seiten, da müssen wir aufpassen, dass wir noch sitzen bleiben. Ja, das war jetzt sehr weg. Was macht denn der? Es ist unfassbar. In der letzten Runde auch noch. Hier ist der Crutchlow hier noch. Er ist super. 18. Jetzt wurde er wieder durchgereicht. Es ist unfassbar. Warum? Warum ist die KI hier so aggressiv, gnadenlos? Oder habe ich den Fehler wieder gemacht? Ich weiß es nicht. Kommt er da immer so spitz reingestochen? Wir waren in der Top 10. Natürlich sehr cool, hier erstmal wegzufallen. Hier gehen wir jetzt nochmal extra weit, natürlich. Ja, das war jetzt Teamkollege Bass unglücklich, frustriert. Ach Mann. Ja, da sieht man mal, wie gnadenlos das hier alles ist. Natürlich auch mit der Pro-Physik ist das noch einfacher, sozusagen, noch leichter vom Bike zu fallen. Ja, 18er wird es dann wohl sein. Hinten jetzt Crutchlow, da haben wir den Prado, glaube ich, noch gesehen. Ah, ja. Aber sind wir ja schon im Ziel. Ich bin noch gar nicht hier fertig mit der Startaufstellung. So schnell kann es gehen hier. Nochmal quer raus. Nee, läuft irgendwie gar nicht so. Läuft irgendwie gar nicht so. Ich bin mal auf unsere schnellste Rundenzeit gespannt im Vergleich zur Spitze. Was wir da so gefahren sind, bevor wir dann die Replay-Nummer ablaufen. Ja, Lorenzo hat gewonnen vor Rossi Iannone. Könnte durchaus realistisch sein, eine 51,7, 52,3. Ja, das sind 5 Zehntel, eine halbe Sekunde. Immerhin besser, meine ich, wie mit Bautista gewesen. Aber gut, lassen wir die Replay-Nummer ein bisschen laufen. Wir gehen nochmal gerade weiter. Auf der 3 haben wir dann einen, ja, überraschenden Iannone, der das gar nicht ja, fassen konnte. Erstmal, der gar nicht wusste. Erstmal, ich habe ja die Geschichte am Anfang erzählt. Dann auch auf der 4 einen sehr, sehr starken Aleix Espargaró, der mal wieder seinen Teamkollegen ja, überholt hat, was die Startplatzierung angeht. Auf der 5 haben wir einen starken Barbera, mit dem wir ja hier gefahren sind. Rennen lief leider nicht so gut. Mal gucken, wie da die Ducati läuft. Und dann auf der 6 eben Rossi. Nur zweite Startreihe. Mal gucken, was er draus macht. Mal gucken, wie der Start dann wird. Es soll ja auch eine gewisse Regenwahrscheinlichkeit geben. Also ich habe das Wort Regen des Öfteren gehört. Mal schauen, was kommt. Und dann ja, sind wir soweit durch. Ich ja, tippe mal, das habe ich nämlich lange nicht mehr gemacht. Normalerweise ja, gebe ich zum Schluss auch immer mal so einen Tipp ab, wenn ich vorne vermute. Und ich ja, denke mal, hoffe mal, dass der Lorenzo am Ende mal wieder oben stehen wird. Ich glaube, der kommt mit der Strecke gut zurecht und so. Sollte mal drin sein. Mal gucken, wie da ein Marc Marquez mitwirken kann. Sollte ja eigentlich wieder voll hundertprozentig da sein, seitdem da die Schulter ausgekugelt ist in Österreich. Und auch natürlich ein Rossi. Der muss natürlich auch nach vorne. Es müssen Punkte aufgeholt werden. Aber ich tippe mal auf den Lorenzo. Schauen wir mal.
Moto 2, Moto 3. Ja. Moto 3 schätze ich mal, wenn ich gerade noch mal so auf die Positionen gucke. Binder ist eigentlich schlau genug, vorne wegzufahren. Der hat diesen Speed. Ja, Moto 2 eigentlich auch der Zarco. Also, da ist es eher vielleicht ein bisschen klarer. Mal gucken. Und ja, dann schauen wir mal, wie der Rennsonntag wird. Und dann sind wir hier am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns dann wieder nach den Rennen bei MotoGP 16.